gebe ich das Wort an die erste Rednerin. Ja, bin ich schon da? Mechthild Rawert. Mechthild Rawert ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages der SPD-Fraktion und sie ist im Gesundheitsausschuss tätig. 2005 wurde Mechthild Rawert als direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Berlin-Tempelhof-Schöneberg mit 34,2% der Erststimmen in den Bundestag gewählt. Auch für die morgige Bundestagswahl kämpft sie wieder um ein Mandat für die SPD. Ich gebe ihr das Wort. Ja, mein Name wurde schon vorgestellt. Ich stehe hier als Sozialdemokratin, auch als aktive Frau der ASF, der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen. Liebe Partnerinnen und Partner des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung, liebe Freunde, liebe Freundinnen. Dass Lebensschützer heute hier durch Berlin im Jahre 2013 für religiösen Fundamentalismus und für reaktionäre Ansichten auf fruchtbaren Boden treffen, ist ein Skandal. Dass wir weltweit wachsende Bewegungen sehen, die lautstark gegen Schwangerschaftsabbrüche und gegen die Rechte von Homosexuellen demonstrieren, ist ein Skandal. Dass Homophobie, wie in Russland im Augenblick es geschieht, dass somit gegen Menschenwürde und gegen Menschenrechte verstoßen wird, ist ein Skandal. Gegen all diese Momente stehen wir auf und ich freue mich, dass wir hier so zahlreich vertreten sind. Als Feministin und als Gesundheitspolitikerin setze ich mich für die sexuelle Selbstbestimmung ein. Ich habe im Deutschen Bundestag einen Antrag eingebracht für die Rezeptfreiheit der Pille danach. Und ich freue mich, dass es hier auch entsprechende Plakate dazu gibt. Die Konservativen haben diesen Antrag zwar abgelehnt, der Bundesrat hat ihn mit der rot-grünen Mehrheit allerdings schon befürwortet. Deswegen auch hier die Hinweise, wo der Fortschritt Richtung sexuelle Befreiung, Richtung sexuelle Selbstbestimmung für Männer und für Frauen geht. Ich sehe auch mit Sorge, dass sogenannte Lebensschützer, Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, unter Druck setzen. Ich sehe mit Sorge, dass sie vor Arztpraxen und Kliniken demonstrieren, dass die Frauen, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben, verunsichern. Und ich sehe auch mit Sorge, dass selbst Ärzte und Ärztinnen von ihren eigenen Wertvorstellungen zu Beeinflussungen von Patientinnen geraten. Das darf es mit dem ärztlichen Ethos nicht vereinbar. Und wir haben darauf zu achten, dass dieses in Zukunft nicht mehr geschieht. Wir wollen die sexuelle, reproduktive Freiheit der Frauen. Das ist, und es ist auch klar, die Lebensschützer, das sind nicht nur harmlose Spinner. Nein, unter ihnen sind auch einige Bundestagsabgeordnete der Union. Bei der letzten Demo haben unter anderem Ingrid Tischka, Volker Kauder, Philipp Niesfelder und Herr Müslein noch Grußworte gehalten beim Marsch für das Leben. Ich finde es dann regelrecht feige, dass sie aus Wahlkampfgründen dieses Jahr nichts mehr getan haben. Und das ist entweder etwas, was ich ja überhaupt nicht leiden kann, dass entweder aus wahlkampftaktischen Spielchen heraus, also kein Wort ergriffen wird für die Position. Ich habe zum Schluss zwei Bitten. Wir machen nicht Schluss. Aufzustehen für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Wir machen nicht Schluss mit unserer Entscheidung gegen Homophobie, gegen Fremdenhass, gegen religiösen Fundamentalismus. Deswegen meine Bitte, gehen Sie
sexuelle Selbstbestimmungsrecht eintreten. Denn sexuelle Selbstbestimmung ist ein hart erkämpftes Menschenrecht. Wir lassen es uns nicht nehmen, weder wir Frauen noch wir Männer. Wir alle gemeinsam stehen für Freiheit, für Gleichheit und sexuelle Selbstbestimmung. Dankeschön fürs Zuhören.